Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Eastwood oder Eastworld. Gut, wir sind gerade mit Sean hier drin und sind gerade getrennt worden in der letzten Folge, die ihr bestimmt mitbekommen habt. Und uns, wir müssen jetzt irgendwas suchen. Okay, was ist... Krabby? Bist du's? Krabby? Krabby, was hast du mir angetan? Krabby, ouch. Okay, ist gerade ein bisschen spannend hier. Krabby! Stirb! Autsch! Ich habe Krabby besiegt. Ich übertreibe ein bisschen. Ah, gut. Wir haben Krabby besiegt. Und einen Zauberstab dafür bekommen. Das ist der Zauberstab aus Stardew Valley. Ich speichere jetzt noch mal ab. Ja, okay. Speichern. Gut. Wir haben es geschafft. Der gehört hier rein. Darüber. Ich hab das gemacht, das... Oder wie? Wo kommt der jetzt her? Dass es einen solchen Ort überhaupt gibt? John! Was hast du getan? Da war ein lauter Krachen. Oh. Tss, tss, tss. Wo sind diese kleinen Mäuse nur hin? Oho, das seid ihr also, mein kleinen Mäuse. Warum die Grimassen-Gesichter? Die Show fängt doch gleich erst an. Ah, seid ihr dann nicht neugierig? Hm? Was für ein Show könnte das sein? Wir sind an einer Show interessiert. Lass uns gehen. Wir sind, ja. Oh, ich lass euch gehen. Ja, ich lass euch kleinen Mäuse alle gehen. Sagt mir aber, habt ihr schon mal was vom Charon gehört? Charon? Charon? Du meinst doch nicht
den Charon oder? Wie ich sehe, sagt er dir was beeindruckend von der Ein-Mann-Show, der Schmortopfinsel, Alter, das ist ein Name. Hätte ich nichts anderes erwartet. Jesper kann sie auch. Er ist ein toller Darsteller. Was soll ich sagen? Ich bin der einzige Schmortopf-Darsteller. Willst du Unterhaltung der erleben? Dann ruf Jesper, die Ein-Mann-Show. Du wirst nicht genug kriegen. Das reicht. Ich habe 3 Sitze im Karton, auf dem eure Namen steht. Ja, ihr 3 werdet eine kleine Reise machen. Ach echt? Nur kehre von dieser Reise niemand zurück. Okay, sind das die 3 Sitze, die wir schon mal hatten da? Wo ich dachte, wir kommen noch einen Charakter. Alter, wie sieht denn der aus? Erledigt. Warum nutzt du das Unglück anderer aus, die mit weit aufgerissenen Augen durch die Schlüssellöcher gucken? Okay. Crazy. Wehe, diese verdorbenen Seelen. Oh, eine große Show, ne? Ist das ein Monster? Und das ist das Maul? Hab keine Hoffnung, jemals zurückzukehren. Denn ich bin gekommen, um euch zur Welt dort oben zu bringen. Euch erwartet Dunkelheit, Höllenfeuer und klirrende Kälte. Eure Füße werden nicht länger heiligen Boden berühren. Unter euren Schritten werden ihr nicht anderes als Gift finden und unerbitterliches, endloses, unerschöpfliches Miasma. Herr Bürgermeister, warum denn so wütend? Meine Zeit in dieser armseligen Zelle hat mir die Augen geöffnet. Ich bin reingewaschen, neu geboren und frei von Sünde. Das ist nicht der Ort, von dem wir aufbrechen. Nein, im Herzen spüre sie unsere Kraft. Seid still, ihr elenden Halunken. Du bist schon der Halunke. Hört ihr das? Das war ein Zug. Charon Zorn wächst. Er wird euch Lügen nicht länger hinnehmen. Nur die verkommenen Seelen dürfen seine Schuld durchqueren. Die Zeit für Worte ist vorbei. Charon wird über euch euer Schicksal entscheiden. Okay. La 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 la.
Oh nein. Das Urteil lautet schuldig. Carol lässt seine Hammer fallen. Seine Strafe wird schnell und sicher erfolgen. Mhm. Ach, John. Natürlich, war ja klar. Schrecklich verachtenswert. Obwohl ich dir eine Chance gegeben habe, eine Chance für deine Sünden zu büßen. Nein, es ist zu spät. Du gehörst nicht länger zur Welt, die auf der anderen Seite dieser Tors liegt. Ja. Oh, er weint. Hä? Herr Bürgermeister, Carons Schuld? Er ist kaputt? Unverzeihlich. Selbst die schlimmsten Verbrecher schämen sich zumindest ein wenig für ihre Taten. Ihr nicht. Jetzt kämpft ihr sogar gegen Carons Schuld. Ich habe jetzt nicht weitergedrückt, es ist automatisch weitergegangen. Was soll das? Verschwindet. Ihr werdet euch hier immer aus diesem Land verbannen. Ja. Das ist einfach die U-Bahn, oder? Der Caron wartet auf euch. Mögen eure letzten Schritte auf dieser Erde der letzte Akt der Barmherzigkeit der Schmortopfinseln sein. Okay. Jetzt nimmt die Geschichte richtig Fahrt auf, ne? Wie er geht. Das war's. Wir sind erledigt. Willkommen an Bord des Zuges. Dieser Zug fährt zur Weißwalbucht. Achtung, der Zug fährt los. Hä? Weißwalbucht? Die schimmernde Perle der Küste, der größte Hafen im Osten, mit flatternden Segeln, den Schiffen am Ufer, die stolzen Masten zum Himmel erhoben, die mächtige Fontänen der Wale begleiten die fröhlichen Lieder der Seeleuchte. Draußen heult der Wind, der Himmel verdunkelt sich, schäumende Wellen türmen sich auf, doch in der Weißwalbucht liegt das Wasser ruhig da, unbefleckt wie eine Jungfrau. Okay, doch dann haben wir sie befleckt. Die zerfallenen Segeln der Schiffe wie
Leichentücher aus der Erde. Die Geister der Wale, die die Meere nur wie monströse Wächter durchstreifen. Alter, das ist ein richtig düsterer Ton. Für immer verflucht als das Land der Toten. Wow. Das Land der Toten. Ja, wenn Verbrecher dorthin geschickt werden, kehren sie nie wieder zurück. Wahrscheinlich ist da richtig schön und deswegen kommt keiner wieder zurück. Weil keiner will bei dem Typen da bleiben. Oh. Leute, habt ihr schon gehört? Sie haben es echt getan. Sie sind in den Charon gestiegen. Kann nicht sein, das muss ein Fehler sein. Denkst du, der Bürgermeister lügt? Das schon wieder? Der Bürgermeister redet schon seit Stunden. Ich habe Suppe auf dem Herd. Oh, die ist weg. Komm endlich zum Punkt. Ja, keiner mag ihn. Müßiggang. Es wäre Müßiggang, der mich fast zum Unheilboten macht. Ja, zum Unheilboten auf der Schmortopfinsel. Sagen Sie das nicht. Wir wissen doch, dass wir Ihnen alles zu verdanken haben. Sie haben uns gerettet, der große und allmächtige Hofmann. Hä? Der Charon? Der Charon ist hier. Hä? Gerechtigkeit! Gerechtigkeit! Thorsten rast Koran über die Schmortopfinsel. Als John aus dem Fenster blickt, kommt ihm ein Gedanke. Zum ersten Mal in seinem Leben fällt es ihm auf, kein denkt, der so klein, dass sie von einem Anblick auf den anderen an alle vorbei sind. John, das ist unser Haus. Sam ruft aufgeregt, während sie... Ach, schade. Wahre Lügen. Gute Bürgermeister hat's bestätigen. Fortfahren. Entschuldigung. John, ich habe den Bürgermeister gesehen. Er sah ziemlich vergnügt aus. Das könnten wir von uns dreien nicht behaupten. Dann wir müssen an die Oberfläche. Aber dort oben ist es so schön. Blauer Himmel, so weit das Auge reicht. Und es ist grün, so viel grün. Papalapap, du redest von der Weißwalbucht. Weißwalbucht? Der Zug wird den Tunnel bald verlassen. Bitte bereiten Sie sich auf die Luftdruckveränderung, okay. Luftdruck? Was ist Luftdruck? Bam! Ach, wie schön! Wow! Was ist das? Ja, wir sind an der Oberfläche. Seht nur, das ist
Der Himmel. Jesper, das ist der Himmel. Ja. Kapitel 2. Wahlspaziergang. Wahlspaziergang? Habe ich das jetzt richtig gelesen? Sorry, ich bin Legastheniker. Nur, dass ich das mal nochmal sage hier. Aber jetzt steht schon auf. So, jetzt gleich in die Toilette rein. Oder gleich aussteigen. Kann ich nicht drüber reden? Unfassbar. Fantastisch. Okay. Jetzt? Kann ich hier? Kann ich irgendwas machen? Muss ich mit ihm reden? Ich muss wirklich zugeben, ich hätte nie gedacht, dass das Land der Toten so atemberaubend ist. Oh. Nächster Halt, Weißwalbucht. Weißwalbucht. Oh, ich musste es. Wir sind endgültig erledigt. Mann, hat er einen permanenten Negativen. Er ist permanent irgendwie negativ. Das gefällt mir gar nicht. Oh, das sieht schon toll aus, der arme Wal. Wieso hat er eine 5 auf dem Kopf? Ah, ein Elch? Das ist ja gigantisch. Was muss die Stadt sein? John, beeil dich. Hilfe, zu Hilfe. Die giftigen Luft, die garstige Sonne. Ich sterbe, ich weiß es. Was redest du da? Guck uns doch an. Es geht uns bestens. Das glaub ich nicht. Das glaub ich einfach nicht. Die Oberfläche ist verwüstet. Dort gibt es kein Leben mehr. Mann, oh Mann. Ist hier irgendwas? Hier ist ein Baum. Gleich fällen. Ich gehe gleich raus. Hier Sonne. Ah. Ah, hier kommt die Sonne durch. Hier irgendwas? Ja, ich rede mal kurz mit ihm. Ich tute keinen Schritt. Nicht bis ich endlich jemanden finde, der mich versteht. Okay. Ja, dann bleib für immer hier. Ciao. Oh, wie klein wir sind. Ui. Ui. Das ist ein kleines Haus. Kann ich nichts machen. Da ist ein Hirsch, ein Elch. Wann bin ich langsam hier? Ich kann hier nichts machen? Ist das hier? Kann ich hier was? Nein. Seltsam. Muss ich einfach runtergehen? Hä, ich kann hier nicht runter? Hä? Hier ist ja nirgendwo ein Weg oder so. Hier kann ich nichts machen. Nein, das wollte ich nicht. Ach, kann ich hier drauf? Ah. Ja, hier ist schon fröhlicher, aber es wird dunkel, oder? Gebirgspass. Das ist eine Bushaltestelle. Hier kann ich speichern. Ja, bitte speichern. Danke. Immer so viel speichern, wie es geht.
Feuer kann ich hier keins machen. John, schau mal, da ist jemand. Wer ist denn da? Oh? Oh, was hat sie denn? Gleich mal nachfragen, gleich aufdringlich werden. Tal? War sie nicht hier? Hier geht's nicht lang. Ja. 99? Oh, da ist sie wieder. John. Der Köter. Hast du Hunger, Junges? Lass uns was essen. Hm? Oh, der Doggy. Hä? Wer bist du? Ich bin Sam und das ist John. Wir kommen von der Schmortopfinsel. Schmortopfinsel? Verstehe, ihr kommt von außerhalb. Ich muss dem Bürgermeister sagen, dass wir Besucher haben. Bitte, ist das ein guter Bürgermeister? Nein, auf keinen Fall. Der Bürgermeister wird uns einsperren und den Schlüssel wegwerfen. Aha. Ach ja, macht euch keine Sorgen. Der Bürgermeister hier ist wirklich nett und er sehr warmherzig. Ah, danke. Ich weiß. Uff. Ihr solltet im Dorf vorbeischauen. Dort wären alle total überrascht, euch zu sehen. Kommt schon. John, lass uns gehen. Oh, ich meine, ich wollte nur, ich habe mit John geredet. Ich meine, der Hund, achso, der Hund heißt auch John. Ich habe mit dem Hund geredet. Der weiß auch, der heißt auch John. Nicht mit dir, John. Mir ist klar, dass du kein Hund bist. Ach ja, vergesst es. Ich halt jetzt besser die Klappe. Ach was, ist sympathisch. Ich warte beim Holzwahl auf euch. Der Hund ist genial. Kann ich hier rein? Kann ich nicht. Ein neues Leben. Wie sieht denn der aus? Er sieht in zwei Richtungen gleichzeitig. Sorry. Man soll sich über sowas nicht lustig machen, aber das sieht gerade lustig aus. Das ist ein Dorf. John, guck mal. Da ist ein Dorf. Ich finde die Charaktere alle so mega. Ich habe es geschafft. Willkommen, ihr zwei. Okay. Ich kann hier was kaufen. Was ist das? Rucksack. Bomben-Upgrade. Aha. Bombenkistenerweiterung. Ich kann maximal 10 Bomben tragen. Ein Upgrade für Bomben. Das würde ich gerne. Dafür habe ich jetzt Bauteile, glaube ich, verbraucht, oder?
Okay, das geht nicht mehr. Ah, das sind wirklich Bauteile, was ich da verbrauche. Okay. Hier brauche ich nur Salz. Würde ich gerne vergrößern. Was ist das? Nachschub. Bomben und Nachschub. Hier ist Salz. Mach ich mal. Gut. Ich brauche halt Bauteile. Oder das Zeug da. Okay, ich speichere nochmal. Gerade sehr viel speichern, ne? Oh. Und das passt auch gut, glaube ich, gerade. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like da und ein Abo. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von diesem wunderschönen Spiel. Ciao, ciao. Hab euch lieb. Und schreibt vielleicht mal unten in die Kommentare was rein. Und liked und so, ja. Wisst ihr ja alles. Ciao, ciao. Hab euch lieb.